Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Play Witcher 3 Blood and Wine mit Paxis. Wir haben das erste Banditenlager hier platt gemacht. Person in Not, aber es ist, wenn man genau nimmt, trotzdem ein Banditenlager mit einer Person in Not. Von daher hatte ich schon mal recht. Und halten und kämpfen. Komm her, Bogenschütze, du nervst. So. Komm schon, komm näher. Ich brauch diesen Mutagen-Konter gar nicht machen, weil die eh noch direkt tot sind. Sehr geil. Aber wie gesagt, eigentlich total der Schwachsinn, weil zu dem Zeitpunkt, wo das funktioniert mit diesem direkten Todesmutagen-Konter, sind die quasi eh schon tot. Da mache ich noch einen Schwertstreich. Ohne dich. Braucht man eigentlich gar nicht. Diese Banditen meinten es ernst. Ich könnte dir was schmieden, als Dank. Aber dazu muss ich erst in meine Schmiede nach Belgard zurück. Nein, ich bekleide dich nicht. Ich schau vorbei, wenn ich in der Gegend bin. Mach ich eh nicht, weil ich vergessen habe, wer du bist. Bis dahin, aber egal. Ist auch nicht so wichtig. Ja, renn. Renn bis nach Belgard, ist überhaupt nicht weit. Zweite Banditenlager. Ich denke, das eine in den Ruinen könnte noch ein Banditenlager sein und dann das letzte Fragezeichen wird wahrscheinlich was anderes sein. Halt, der Schnaps, den nehme ich mit. Silberbarren ist zwar überhaupt nichts wert, aber ich nehme es trotzdem mit. Ach, Silberbarren, wie kann denn Silberbarren nicht viel Geld wert sein? Ich meine, immer noch nicht so viel wert sein wie Gold, logischerweise, aber Silber ist da trotzdem als Barren viel. Schöne Aussicht, interessanter Fels. Kann man da hin? Kann man bestimmt hin. Wisst, dass ich solchen Sachen einfach nicht widerstehen kann? Sorry. Wir machen mal einen kleinen Abstecher, einen kleinen Ausflug ans andere Ufer. Ich sag immer, ein guter Schwimmer. Ein guter, also ein wirklich guter Schwimmer. Ein wirklich guter Schwimmer kennt beide Ufer. Denk mal drüber nach. Oh, da sind noch Zelte. Kann natürlich sein, dass hier auch wieder Fragezeichen-Orte sind, die ich noch nicht freigelegt habe. Das weiß ich nicht. Also, vielleicht müsste ich da auch gar nicht außer der Reihe hin, weil ich eh irgendwann hingehen würde. Aber ich weiß es nicht, deswegen mache ich es jetzt einfach. Oh, da ist ein Gegner. Banditenlager. Oder einfach so, naja, es ist kein Banditenlager. Einfach so, das ist nicht dein Tag. Doch, Banditenlager als versteckter Schatz. Ich hatte recht, das sind Fragezeichen, die ich nur noch nicht. Aufgedeckt hatte. Ja, na klar, erstmal da hoch oder was? Das wieder vom Bug. Ach, jetzt hab ich keinen Bock mehr hier. Verbrennt ihr Assis. Oh, nice, direkt getötet. So. Das ging schnell. Auch wenn es merkwürdig war, wie der Typ da oben hochgeklettert ist. Nein, jetzt sammeln wir doch mal die Sachen ein. Schlüssel und Befehle auf fleckigen Papieren.
Timon, hört auf, die Ladung auszufischen. Einer Soffen erreicht. Ich sende euch Gu und Dot. Die waren Perlentaucher in einer Strafkolonie in Gemera, bevor sie zu unserer Hanse stießen. Sie werden euch helfen, die Truhen raufzuholen. Wenn ihr das Zeug habt, kommt zurück in den Karoberta-Ball. Dort stoßt ihr zu Eimerig Bandwurms Leuten. Zusammen räumt ihr dann das Gelehrtenlager aus. Zelte, Vorräte, ihr bringt alles, was ihr findet, zum Mont Kran. Etwas Luxus auf Kosten der Akademie von Castell Graupian kommt uns sehr zu Spaß. Versucht aber keine Schiffe mehr zu versenken, Philibert. Warten auf Gu und Dot. Suchen nach dem versunkenen Schiff. Befehle auf fleckigem Papier und nochmal ein Schlüssel. Also zweimal das gleiche, wie es aussieht. Auch nicht schlecht. Was ist das denn hier? Boah, geh doch mal dahin. Ganz viel Erz. Okay, ich wollte mir eigentlich mal den Fels hier angucken. Auch wenn ich nebenbei mal ein Banditenlager ausgeräumt habe, das holen wir uns dann, diesen Schatz. Wölfe, lasst mich bitte in Ruhe, ich möchte euch nicht umbringen und ihr mich nicht. Ich will mir bloß den Fels hier angucken und eigentlich will ich auch mal hochklettern, wenn ich ehrlich bin. Sieht aus, als wenn er irgendwo in der Mitte geteilt wurde. Ich meine, der Fluss ist wahrscheinlich dran schuld, aber... Das ist bestimmt auch eine coole Sage, die erzählt, wie das passiert ist. Oh, wie war... Ach, ein Panda jetzt auch noch. Ach, ein Herrn. Wenn er es unbedingt... braucht, dann sterbe ich halt einfach. Warum nicht? Fuck. Ach, wäre ich noch weiter geraten? Ich wollte da gar keine Tiere umbringen. Also nicht, dass es mich jetzt total stören würde. Ich mache es doch nicht so gern, die Tiere umzubringen, weil es sind halt nur Tiere. Aber wenn man es genau nimmt, die Monster sind ja eigentlich auch nur Tiere. Also wenn man es streng nimmt, das ist ja, also es ergibt eigentlich auch gar keinen Sinn, dass man da unterscheidet zwischen Monster und Tieren, weil so ein Entriag zum Beispiel, das ist halt nur ein sehr gefährliches Tier. Aber im Großen und Ganzen ist es auch nichts anderes als ein Tier. Ich weiß nicht, wie die Definition hier ist zwischen Monster und Tier. Dass man jetzt einen Geist nicht als Tier bezeichnet, okay, das ist ja verständlich, aber... Eigentlich sind die meisten Monster einfach Tiere. So, jetzt ist da der Panther, ja. Den hatte ich nicht gesehen, weil er sich im hohen Gras versteckt hatte. Reiten mal da hoch, weil ich will wissen, was da oben ist. Komme ich da überhaupt hoch? Hoffentlich. Boah, da werden wir mal eine richtig geile Aussicht haben, wenn wir da jetzt hochkommen sollten. Okay, es war's. Wir gehen alleine weiter. Komm, Gerald, du schaffst das. Ich weiß, dass das du schaffst. Wir sind schon mal ganz anders hochgeklettert. Come on! Komm! Nice. Boah, ist es immer noch so steil? Ich sollte einen Blick auf die Nein! Karte werfen. Nein! Nein! Oh, wie fies! Das hätte da echt mal noch einen Meter weiter hinten machen können. Oh, guck mal, da ist noch ein Fragezeichen. Wo ist denn hier das Ende? Seid ihr dumm? What? Na toll, ich will doch nur da hoch, ich will doch nur da rauf. Come on. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Das war klang komisch. Aber wahrscheinlich war das gerade wieder eine Hommage an irgendein anderes Spiel, wo das gesagt wurde. Denke ich. Kam auf jeden Fall auch bekannt vor. Vielleicht kommen wir ja auf die andere Seite da hoch, aber ich glaube, die ist so steil, da werden wir nicht hochkommen. Verdammt. Das ist ärgerlich. Das ist sehr